Heute möchte ich mit dir über Finanzprodukte sprechen, bei denen mir ja mehr oder weniger der Schauer den Rücken runterläuft. Warum? Ich möchte eine persönliche Geschichte erzählen, auch von meinen Eltern, und zwar über verschiedene Finanzprodukte, die viel zu teuer sind, die dir langfristig extrem viel Rendite und damit Geld kosten. Und ich zeige dir auch eine Lösung, wie du diesem Problem begegnest. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über aktive und passive Fonds sprechen. Und stopp, bevor du jetzt überlegst, wegzuschalten, weil du sagst, naja, der Hell, der kauft ETFs, was soll in diesem Video schon rauskommen? Der wird hinterher sagen, ETFs sind gut, aktive Fonds sind schlecht. So schnell geht es eben nicht, also schau dir das Video unbedingt mal bis zum Ende an, denn ich werde auch eine Lanze für die aktiven Fonds brechen und ich werde dir auch sagen, wann die durchaus sinnvoll sein können. Steigen wir aber erstmal ein mit den schlechten aktiven Fonds. Denn bei den aktiven Fonds gibt es ja teilweise immer noch extrem hohe Gebühren. Und zwar werden da Gebühren verlangt für natürlich das Fondsmanagement, für die Verwaltung, für die ganze Regulierung und die Infrastruktur, die hinter so einem aktiven Fondsprodukt steckt. Problem ist dann, wenn diese Fonds natürlich keine Rendite erwirtschaften, wenn sie also chronisch hinter der Benchmark ist so der Vergleichsindex, wenn sie also hinter dieser Benchmark hinterherhinken und dauerhaft immer schlechter sind, meistens sind sie einfach um die Gebühren schlechter. Ich habe da auch ein aktuelles Beispiel, das kann ich dir auch gerne mal erzählen. Und zwar bei meinen Eltern, die haben auch ein Depot, die haben also sehr früh angefangen, damals auch durch den Bankberater einfach verschiedene aktive Fondsprodukte zu kaufen. Da gibt es ja verschiedene am Markt, sei es Union Investment oder auch die Deka und viele, viele andere Marken. Und die haben einfach damals Teile ihres Geldes da rein investiert, teilweise als Einmalanlage, teilweise auch als Sparplan. Und da muss man ja erstmal sagen, das ist gar nicht dumm, das ist gar nicht schlecht, sondern einen Teil Aktien im Depot zu haben, ist ja immer sinnvoll. Vor allem damals, als die angefangen haben zu sparen in den 80ern. Also da war das, ja, da muss ich fast schon sagen, da war das ja fast schon Pionierarbeit. Da haben nicht viele Leute einfach in Fondsprodukte gespart. Problem ist einfach und auch bis heute, dass die Produkte extrem teuer sind. Also nur mal als Vergleich, ich habe da auch verschiedene Fonds rausgezogen. Und die kosten halt dann 5% Ausgabeaufschlag. Das Krasse ist, dass die teilweise im Sparplan auch jedes Mal 5% Ausgabeaufschlag kosten. Das heißt, die 5% sind erstmal sofort am Anfang weg. Die muss der Fondsmanager erstmal aufholen, wenn er es denn schafft. Und dann hast du natürlich noch jährliche Kosten von 1,8%, 2%, teilweise 2,2%. Manchmal sogar noch eine Gewinnbeteiligung, wenn gewisse Gewinnhürden übersprungen werden. Also siehst du, diese Produkte sind extrem teuer und dafür, dass sie relativ wenig machen, sind sie für langfristige Anlagen eigentlich gar nicht geeignet. Warum? Was machen die meisten dieser Fonds? Die kaufen Aktien aus dem DAX oder die kaufen europäische Aktien aus dem Eurostoxx oder manche sind auch weltweit anlegend. Dann kommt noch ein bisschen eine Anleihenkomponente mit rein, beispielsweise 60% Aktien, 40% Anleihen. Und dann ist natürlich im Marketing, naja, unser Fonds ist relativ schwankungsarm. Klar ist er schwankungsarm, wenn du Anleihen mit reinpackst, die aber auch keine Rendite mehr bringen. Und dann sagt man, okay, dieses Produkt ist auch gut geeignet, wenn es an den Börsen mal hoch hergeht. Das ist also so die klassische Portfolioaufteilung, 60% Aktien, 40% Anleihen. Kannst du aber auch alles selber bauen. Weil das Problem an diesen Dingen ist natürlich, wenn du das aus der Hand gibst, wenn jemand das macht, ja klar, die Vorgesellschaft, die müssen viel bezahlen, die müssen auch den Vertrieb bezahlen, die wollen natürlich auch oder die müssen Vertriebsprovision natürlich auch an die Bank weitergeben. Also wenn die Bank dir so ein Produkt empfiehlt, dann machen die das natürlich nicht aus Nächstenliebe, sondern weil sie da auch wieder ihren Schnitt machen können. Finde ich auch legitim. Wenn natürlich jemand für dich Arbeit übernimmt, muss er auch dafür bezahlt werden. Aber gerade bei der Geldanlage kannst du hier viele Mittelsmänner aus dieser, ja, aus dieser Kette herauskürzen und kannst die Produkte natürlich billiger gestalten. Und da sind wir wieder beim Stichwort ETFs. Ich habe bei meinen Eltern das besagte Depot, was also voll mit verschiedenen Produkten war, gar nicht mal schlecht aufgebaut, also weltweit anlegen, Teil in Europa, bisschen Dividenden und Anleihen, einfach eingekürzt von den Kosten her. Ich habe mir das Depot also angesehen, da waren so 4, 5 verschiedene Fondsprodukte drin, die letztlich aber das gleiche gemacht haben wie die bekannten ETFs, also beispielsweise wie der MSCI World oder auch wie ein klassischer Anleihen-ETF oder wie ein klassischer ETF auf den Eurostoxx oder auch den DAX-Index. Und habe ich einfach das Depot fast 1:1 genauso abgebildet, wie es war, nur mit ETFs. Und weißt du, was passiert ist? Die Kosten, die jährlich eingespart wurden, die belaufen sich auf mittlerweile über 2000 Euro nur für so eine Umschichtung. Und das erklärt sich natürlich auch ganz einfach, wenn du denkst, naja, nimm mal 10.000 Euro angelegt
und du zahlst 2% im Jahr an Kosten oder an Gebühren, an laufenden Gebühren, dann sind das 200 Euro im Jahr. Nimm den ganzen Betrag, 10.000 Euro, und pack ihn in einen ETF oder verschiedene ETFs, die so 0,3% kosten, dann bist du bei 30 Euro Gebühren im Jahr. Das heißt, du ersparst dir hier 170 Euro an Gebühren Jahr für Jahr. Und das ist eine ordentliche Summe, die man natürlich Jahr für Jahr wieder reinvestieren kann ins Portfolio, wo er sich dann wieder verzinst. Wenn du jetzt aber sagst, naja, super, danke Sebastian, aber wie soll ich mit ETFs anfangen, wie soll ich damit umgehen, wie kann ich da einsteigen? Und ich weiß, dass das sehr, sehr viele beschäftigt. Ich bekomme ja Tag für Tag immer mehr E-Mails einfach auch geschickt, wo Leute wirklich in die ETF-Richtung sich weiterbilden wollen. Wo Fragen sind, wo bekomme ich ETFs? Wofür brauche ich einen Broker? Wie kaufe ich solche ETFs? Und da blende ich dir jetzt mal meinen Kurs ein und ich verlinke dir auch unten. Und da habe ich in den letzten Wochen einfach mal ja, das ganze Wissen, das ganze ETF-Wissen in einem Grundkurs komplett zusammengepackt. Einfach zusammengeschraubt, damit jeder am Ende dieses Kurses auch wirklich anfangen kann, die ersten ETFs zu kaufen, dass jeder weiß, was ein Broker ist, wie man ein Depot aufbaut, wie so grob mein Depot aufgebaut ist. Also alles ist da drin, kostet eigentlich 39 Euro, aber aufgepasst, ich hau's umsonst raus. Ich habe da auf der Webseite einen großen Gutscheincode drauf gedruckt, da steht ETF-gratis. Wenn du den eingibst, dann fällt der Preis von 39 Euro sofort auf 0 Euro. Und das ist mir persönlich auch wichtig, weil anhand des großen Zuspruchs auch zu meinem Projekt Hell investiert, will ich da kein Geld dran verdienen, sondern will ich es einfach gratis raushauen, damit jeder wirklich die ersten Schritte hier gehen kann und jeder auch mal weiß, wie komme ich denn an ETFs ran und wie kaufe ich sowas überhaupt. Also schau da unbedingt mal rein. Ich bin überzeugt, du wirst hinterher einiges dazugelernt haben. So, jetzt kommen wir aber mal zum zweiten Teil dieses Videos und zwar zu den aktiven Fonds. Du hast wahrscheinlich schon rausgehört, ich bin kein Fan von aktiven Fonds. Und ich bin kein Fan dann von aktiven Fonds, wenn sie Aufgaben übernehmen, die heutzutage viel billiger gelöst werden können. Beispielsweise ETFs, wir nehmen mal den MSCI World, wenn ich dann einen großen Investmentfonds kaufe, einer der bekannten Fondsgesellschaften, ja, dann zahle ich da halt meine 1,52% teilweise drauf. Wenn ich einen ETF nehme, den kriege ich teilweise für 0,15% viel billiger und den kann ich monatlich besparen, habe keine Gebühren und fertig. Aber wann sind die aktiven Fonds sinnvoll? Und da komme ich zu meinem letzten Video. Da habe ich ja über diese große neue Handelsunion in China gesprochen. Ich blende es dir mal ein. Und da kam unter dem Video auch die interessante Frage, wie jemand gesagt hat, Sebastian, gibt es denn für diese kleineren Länder, die da mitmachen, also Kambodscha, Laos und auch Vietnam, um mal ein bisschen Größeres zu nennen, gibt es da schon ETFs? Und da habe ich gesagt, nein, da gibt es noch keine Spezial-ETFs. Und wenn man in diese kleinen Länder investieren will, dann ist es natürlich sehr schwierig. Zum einen haben sie noch gar keinen Aktienmarkt, zum anderen ist der Aktienmarkt extrem klein. Klein heißt also, dass ja, ist zu klein für die meisten ETFs, dass sie dort investieren könnten. Das heißt, du müsstest regional dort Aktien einkaufen. Gestaltet sich auch immer relativ ja, schwierig, weil du erst ein Depot eröffnen musst und dann musst du natürlich auch wissen, ja, welche Aktie in Kambodscha, in Laos oder jetzt kleinere Aktien in Vietnam, welche sind denn da sinnvoll? Also, so viel Zeit hat wahrscheinlich keiner, ich habe nicht so viel Zeit, du wahrscheinlich nicht. Also versucht man irgendein Vorprodukt zu finden, welches breit aufgestellt mehrere Aktien kauft. Erstmal sinnvoll. Da es aber wie gesagt meistens keine ETFs gibt, weil die Aktienmärkte zu klein sind für ETFs oder auch das Anlegerinteresse nicht da ist, muss man sich in solchen Nischenfällen auf aktive Fonds konzentrieren. Und meistens gibt es dann in diesen Bereichen auch aktive Fondsmanager, die, ja, die einfach spezialisiert sind auf, ich sage mal, mittelständische Unternehmen in Vietnam zum Beispiel oder auch IPOs. Und die können durchaus in diesen Nischen sehr, sehr, sehr gute Renditen erwirtschaften. Und da finde ich persönlich es auch immer wieder schade, wenn es immer heißt, ETFs sind das Beste und aktive Fonds sind das Schlechteste. Also ich finde, das ist hier nicht so schwarz und weiß, das ist eher ein bisschen grau. Die ETFs sind einfach wunderbar, wenn du große Anlagen machst, wenn du dein Geld breit anlegst über Aktienmärkte, über Immobilienmärkte oder auch in Edelmetalle, dann sind die wunderbar. Wenn du aber in Nischen wie Vietnam reingehst oder wenn du sagst, du willst in China Small Caps handeln oder du willst teilweise auch in Europa in manchen Ländern Small Caps handeln oder ganz kleine Anleihentranchen, dann sind aktive, spezialisierte Fondsmanager und Fondsgesellschaften immer besser, weil in diesen Teilbereichen viel größere Ineffizienzen im Markt herrschen als im großen Markt. Also so ein Index wie der Eurostoxx, der ist einfach komplett effizient. Der ist nicht viel Geld zu holen mit aktivem Fondsmanagement, weil einfach ja, die Rendite einfach von den Aktien vom Markt vorgegeben wird und da wirst du nicht viel rausholen mit aktivem Fondsmanagement. Wenn du aber in kleinere, ineffiziente Märkte reingehst, wo du auch mit Spezial-Know-how, mit lokalem Know-how, weil du die Leute kennst, einfach punkten kannst,
dann können diese aktiven kleinen Fonds richtig gute Renditen erwirtschaften. Das ist aber kein Loblied, dass du die kleine aktive Fonds unbedingt komplett ins Depot holst, sondern das sind immer nur Beimischungen. Wenn du jetzt sagst, ich bin so begeistert von Vietnam und ich bin absolut überzeugt, da wird was gehen, dann kann man über sowas mal nachdenken als Beimischung. Ich sage dir aber gleich eins, jeden dieser kleineren aktiven Fonds wird früher oder später das gleiche Schicksal ereilen. Und das habe ich schon bei vielen Fonds beobachtet, die klein waren, also im Sinne von 50 Millionen oder 100 Millionen, die sehr, sehr gute Renditen Jahr für Jahr erwirtschaftet haben. Was passiert? Die steigen natürlich in den Fonds-Rankings nach oben und immer mehr Kapital fließt in diese Fonds, weil die sagen, ey, dieser Fonds hat letztes Jahr 30% gemacht, im Jahr davor 25%, da müssen wir Geld reinschieben. Und dann wachsen diese Fonds auf einmal auf eine halbe Milliarde, auf eine Milliarde und dann sind sie zu groß, um ihre eigene Nische noch bedienen zu können. Also was machen sie? Sie verbreitern sich automatisch, legen neue Fonds auf und dann wird immer mehr in Richtung globaler Anlage angelegt, dann wird immer mehr Geld in die großen Aktien gepumpt und dann bist du immer näher an der Effizienz des Marktes und an der Marktrendite und dann funktioniert das Spiel nicht mehr. Also Fazit dieses Videos kann ich mal so festhalten ist, ETFs sind super für die breite Anlage. Schau da unbedingt mal in meinen ETF-Kurs rein. Wie gesagt, begrenzte Zeit komplett kostenlos, du sparst dir die 39 Euro komplett, will ich gar nichts haben, verdiene ich auch gar nichts. Gib mir auch gerne Feedback dazu, wenn du Verbesserungsvorschläge hast. Ich bin da offen. Mir ist es da einfach wichtig, dass jeder hier mal die ersten Schritte in Richtung ETFs gehen kann und das auch ohne Geld zu bezahlen. Zweites Fazit, die aktiven Fonds sind dann gut, wenn du in Nischen reingehst. Es müssen aber wirklich kleine Spezialnischen sein. Dann aber auch gucken, dass die Fonds nicht zu teuer sind. Also Ausgabeaufschläge kann man sich meistens sparen. Gibt es auch Fondsportale. Also da würde ich mal gucken. Da würde ich nicht immer die 5% bezahlen. Und dann halt auch, dass der Fonds nicht übertriebene Kosten hat, sondern jährliche 1,52%, die braucht schon Fondsmanagement, aber auch da ein bisschen drauf achten. So, das war's dann für dieses Video und du siehst mich wieder im nächsten. Bis dann.